Hey ho und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 1. Ich bin FreshG und wir sind jetzt hier schon wieder in so einer riesen Kathedrale, ne? Irgendwie. Und so langsam scheint es ja echt so. Kommen wir immer weiter nach oben? Ich weiß es nicht. Okay. Wie lange ist es hier eigentlich alles schon verlassen? Ah. Dollars and cents. Competing with Black Mesa for DOD and government-wide exquisition. What? What is Black Mesa? Okay, die bekommen in einem Jahr, glaube ich, bekommen die 10 Billionen Dollar. So, wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte gerade. Aber das ist ja eigentlich Insider-Wissen, was man jetzt hier bekommt. Oh. Ja, da hat man gerade eben gesehen, auch schon wieder ziemlich humorvoll, links war der Graph so gezeichnet, also dieses Säulendiagramm war so gemacht, wie es sein sollte, und rechts, wie es wirklich ist. Und man hat natürlich einen riesen Unterschied gesehen. Links haben sie es so übertrieben dargestellt, dass es eigentlich so sein sollte, dass Aperture Science extrem viel Geld verdient im Gegensatz zu Black Mesa. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich so, dass, wenn ich das richtig gesehen hatte, ich habe mich jetzt nur auf das Linke konzentriert, dass, aber wir sehen es ja gleich nochmal, Aperture Science weniger verdient. Also, ja, hier. In Wirklichkeit ist Aperture Science fast auf dem Boden und Black Mesa verdient so ungefähr das Fünffache, Dreifache, keine Ahnung was. Und die wollen es eigentlich so hier haben. 5-Year Review, okay. Gehen wir mal weiter. Also selbst hier im Detail sogar schon wieder sehr viel Humor versteckt. War, was ich gerade sagen wollte. Oh. Das sieht ja. Okay. Also, machen wir uns bereit, Gladys zu treffen. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4... Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich weiß es nicht. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Als ob ich dir jetzt glauben soll. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Aha. Aha. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Ja, klar. Also, jetzt mal im Ernst. Sichi doch, ganz sichi. So. Na gut, schön. Berühren Sie's, heben Sie's auf und stecken Sie's wieder rein. Klar doch. Für wie doof hält die mich eigentlich? Wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Sorry. Sie machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Jupp. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe.
Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxine da aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Wie wär's damit? Machen Sie einfach. Zu töten und Ihnen guten Rat geben schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Wie wär's einfach mal damit? Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Weisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Nein, das andere. Was ist mit deinen Beinen? Wo gehen wir hin? Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Hallo? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Wo gehen wir hin? Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Ach so, jetzt habe ich vergessen zu drücken, auch gut. Egal, haben wir mehr lustige Zeit hier mit diesen süßen Dingen. Was ist das? Riecht es hier angebrannt? Da sind wir. Haben Sie gehört? Oh. Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Ja, das war natürlich gerade fail. Ja klar, tschüss. Das war's. Riecht's ja angebrannt. Ist das böse, ey. Sie glauben mir zu. Aber gleichzeitig einfach zu geil. Plus zwei ist. Ziel. Mir geht's bestens. Ich hab. Was Sie wohl tun? Tja, den Teil von mir haben Sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in Ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für Sie geben. Eine große Party mit all Ihren Freunden. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil Sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Oh. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Schatz. Als ich. Absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Tja, Sie verschwenden Ihre Zeit. Das ist anscheinend die böse Seite von Gladys. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingt. Hallo! Sie geil. Sind nicht klug. Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie verstehen? Draußen ist nicht mehr so wie früher. Man geht auf Boden, Sie sich wünschen, der Hit und verdammt. Meine Liste hat gesucht auf 20 Euro, also ist mal nicht ganz so. Ich weiß nur. Okay, ein bisschen creepy. Ui. Okay, hä? Nein. Stimmt ja. Thank you for assuming the party air current submission position. Nein. Oh shit, ich bin noch draußen. Verdammt, das habe ich ja voll vergessen.
Tja. Und da, meine lieben Freunde, ist unser Kuchen. Also, an alle, die Portal noch nicht durchgespielt hatten, jetzt wisst ihr Bescheid. Der Kuchen ist keine Lüge. Ja, toll. Das war Portal 1. Ich habe es vor längerer Zeit mal durchgespielt hat. Ich hatte es vor längerer Zeit mal durchgespielt. Ich habe das Ende echt wieder vergessen gehabt. Ich wusste zwar, dass es Kuchen gibt, aber ich wusste nicht mehr, dass man an die Oberfläche kommt. Jo. Das war, fand ich, wirklich ein sehr lustiges, humorvolles und auch echt gut designtes Spiel. Von den ganzen Nebenräumen, was man da so lesen konnte und sowas. Echt lustig gemacht. Auch wenn ich das jetzt hier durchgespielt habe, finde ich, wenn es irgendwie vielleicht mal wieder für, keine Ahnung, manchmal ist es ja bei Steam für 2 Euro drin oder so. Das könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Es macht wirklich Spaß. Und ja, dann bin ich mal echt gespannt, wie der zweite Teil ist von der Story her. Ich habe da Trailer gesehen und da ist man ja halt wieder natürlich in den Testkammern, wo auch sonst. Und durch diese ganzen neuen Elemente, wie diese komischen Transmitterstrahlen, wo man da so durchschwebt und diese Flüssigkeiten, wo man dann halt immer abspringt oder schneller wird, glaube ich echt, dass es nochmal ein ganzes Stück komplizierter wird. Und ich habe ja jetzt selbst hier schon ganz schön oft lange nachdenken müssen. Aber ich hoffe trotzdem, ich bin schon ganz wirr. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Let's Play gefallen hat. Und ja, dann mache ich mich dann mal die nächsten Tage auf ein Let's Play Portal 2 ran, ne? Vielleicht habe ich es ja sogar schon aufgenommen, wenn dieser Part hochgeladen ist. Wer weiß. Ich hoffe mal, dass Portal 2 etwas länger ist, aber das habe ich auf jeden Fall gelesen, dass es um ein ganzes Stück auch länger sein soll. Naja. Wohl einer der geilsten Lieder aus Spielen überhaupt, würde ich sagen. Und das ist ja die englische Stimme von Gladys. Letzter Gedanke, PS. Thank you for participating in this Enrichment Center Activity. Ja. Und dann haben wir jetzt hier ein Radio im Hauptmenü. Mit der Titelmusik. Und unseren Kuchen. So, ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen, wie ich schon gesagt habe. Und, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Let's Play wieder, ne? Bis dahin, ciao!